Auch als Schalker, Allgäuer Schalker Fanclub, haben wir diesmal 100 Bälle machen lassen, mit unserem auch Aufdruck. Und das wollen wir ja unseren örtlichen Fußballclubs übergeben. Und ich bitte die Präsis bzw. der Vorstand von dem Fußballclub kurz mal herkommen. Und da wollen wir die Bälle übergeben. So, Hans-Jörg Donderer von FC Oberstdorf, ganz kurz, ich glaube, du wolltest auch mal ein, zwei Worte sagen, dann von Fischen, von Altstetten, von FC Sonthofen, ja und so weiter, Hubert Link von Fischen, bitte ganz kurz hierhin. Dieter, kannst du da die Bälle? Ja, super. So, jetzt können wir, glaube ich, auch die Wimpel austauschen. Das ist auch gerade, ja, jetzt, du kannst ja gerne ein bisschen vorstellen, du kennst die besser aus. Und ja, als Vorstand vom Fußballclub Oberstdorf, vom ortsansässigen und südlichsten Fußballclub Deutschlands. Und dazu rot. Und der Mehmet hat mir am Donnerstag gesagt, dass der Schalke-Fanclub diese Bälle macht und an die umliegenden Vereine verteilen möchte. Dann habe ich mich natürlich dran gemacht, diese Vorstandskollegen oder zumindest Vereinsvertreter einzuladen. Und so möchte ich jetzt sagen, also, dass sie hier befinden von den nächsten Vereinen. Das ist der TSV Fischen, das ist der FC Altstetten, es ist der FC Sonthofen hier vertreten und es ist der Vorstand von unserer Jugendfördergemeinschaft, die einen Zusammenschluss zwischen Oberstdorf, Fischen und Altstetten beinhaltet. Der Robert Link auch hier. Und jetzt wird der Mehmet an die Vereine symbolisch einen Ball übergeben. Das werden dann etwas mehrere sein oder das wird der Gerald Asamoah machen. Und ich möchte mich natürlich hier schon recht herzlich im Namen der Vereine beim Fanclub, des Schalke Fanclub Allgäu bedanken. Ich möchte mich natürlich auch beim Gerald Asamoah hier bedanken. Also es ist super, dass wir solche Leute, den Vizeweltmeister, hier in Oberstdorf haben. Und es ist eine große Ehre. Vor ein paar Wochen war der Olaf Thom hier, da durfte ich auch schon was dazu sagen. Und nachdem, wie gesagt, die Farben ja weiß-blau von Schalke sind, habe ich natürlich auch einen Wimpel vom Fußballclub Oberstdorf. Das ist der südlichste Fußballclub Oberstdorfs. Und der hat natürlich die gleichen Farben und ich glaube, der passt ganz gut mit dazu. Und den würde ich dem Gerald ganz gerne übergeben. Und ich hoffe, dass er ihn in Ehren hält. Und ich hoffe auch, dass der Peter Grossmann, der normalerweise die schwarzen Fahnen trägt, auch einen blau-weißen Schal mit nach Hause nimmt. Kannst du mal schauen. Ja. So schlimm ist das nicht, nur, dass er mal blau-weiß trägt. Sind ja unsere Vereinsfarben. Ich möchte dir, wie gesagt, Peter Grossmann, der Mehmet hat noch einen, auch einen übergeben und auch, dass er ihn in Ehren hält. Es ist ja nicht schlimm, weil es steht ja nicht Schalke drauf, sondern nur Fußballclub Oberstdorf. Ja, super. Es tut nicht weh. Die Farben nicht weh. Farben sind auf jeden Fall sehr schön. Und, ja, danke sehr. Vielen Dank. Ich glaube, im Namen von allen hier Anwesenden möchte ich mich natürlich auch für diese Worte, es sind hier sehr viele amüsante Anekdoten erzählt worden aus dem Leben von Gerald Asamoah, aber es sind auch einige nachdenkliche Sätze gefallen und ich glaube, die sollten wir uns auch zum Gemüte führen und wie gesagt, im Namen als Fußballclub-Vorstand hier in Oberstdorf möchte ich mich recht herzlich bedanken und auch bei allen Schalker-Fans und allen, die hier sind und einen schönen Abend miteinander. Dankeschön. Die ganze Kameraden bzw. den Vorstände hier haben, kurz ein Foto zusammen zu machen und dann würde ich sagen, dann lassen wir uns mal Party losgehen. Klaus, wenn du möchtest, komm bitte auch rüber, Hubert. Oh, mein Gott.
Sie gehen mal gleich rein. Hallo, So, liebe Schalke-Fans, liebe Gäste. Falls, wenn ihr einer Buch kaufen möchte bei uns, könnt ihr an der Theke für 20 Euro kaufen und kann auch gleich der Asser auch signieren. Dann wünsche ich euch schönen Abend. Hier ist von mir aus beendet. Und wünsche ich euch dann viel Spaß. Ja, das ist schon was für mich.